Nimm Tiger 2 raus. Oder ja. Auch nicht. Oder auch nicht. Heute mal nicht, habe ich gedacht. Nee, lass sie dich vor die IS-3 killen. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play Together World of Tanks hier auf dem Pixel-Helden-Kanal. Ja, das war eine schöne Einleitung, finde ich. Ich kann es gut. Naja, ich merke die Grenzen. Die hören sich ja immer relativ gleich an, oder? Ich weiß, es ist ein Tonband, das spult sich immer ab. Ja, Freunde, heute nimmt die Killer-Garnele auf, was ein Wunder. Ist nicht ganz grundlos, und zwar gibt es eine kleine Neuerung, sage ich mal, bei uns hier auf dem Kanal. Und zwar der Bereich Let's Play Together, also World of Tanks, wird zukünftig nicht mehr der altgediente Panzerveteran Ray machen. Leider, oh, der Arme, er ist ja auch am Start und ja, hat folgenden Grund: der Ray ist in letzter Zeit, ja, ich sag mal, nicht überfordert, aber er macht hier einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit auf dem Kanal. Und der Orampage und ich wollten ihn ein bisschen hier unterstützen und haben jetzt beschlossen, zusammen mit ihm, dass wir hier dieses Format Let's Play Together World of Tanks übernehmen, und somit werden wir, der Rampage und ich, zukünftig hier, ja, mit euch die Aufnahmen machen, und der Ray wird aber trotzdem als mal dabei sein, schätze ich mal, oder? Genau, ich bin immer noch da, also keine Angst, es geht jetzt eigentlich hauptsächlich um die Aufnahme, die Organisation, den Schnitt und so weiter. Das macht ja auch viel Arbeit, das verkennt man immer so ein bisschen, deswegen ich werde beim Together nur noch der Spieler sein, sozusagen. Der Spieler, das der kannst du ja gut, ne? Ja, Spiel, also, ja. Dies nur kurz zur Info, dass ihr Bescheid wisst. Also, Orampage und ich werden es ein bisschen hier in die Hand nehmen und mit euch ein paar schöne Runden ziehen. Natürlich, wie gehabt, ihr könnt auch immer mitspielen, schreiben, wenn ihr mal mitspielen wollt, etc. Wie gehabt, das kennt ihr ja alle. Ja, ihr sitzt ins gemachte Bett. Ins gemachte Bettnest, egal. Ja, Nest sagt man bei uns im EU, aber ja. Nest, aber mit SCH, ne? Ja, mit SCH, natürlich. Nest, ja, im Dialekt sagt man bei uns wirklich Nest. So, jetzt haben wir uns auch noch was Tolles ausgedacht mit den Panzern, ihr seht es ja schon. Tier 1. Was? Sehen ja, wir das schon? Ah, ja, bei mir sieht man es schon, mein Freund. Ja, wir haben noch sogar eine tolle Idee gehabt, warum wir das machen. Wir haben ja, glaube ich, in der ersten Folge sagen, auch den... wir springen schon mal ins Match und können es dann erzählen. Ja, eben. Ja, ich bin doch schon dabei. Ja, hallo. So, okay, Entschuldigung. Ja, wir haben in der ersten Folge ja auch die Tier 1er gespielt. In der allerersten Folge. Und das ist ja jetzt so symbolisch, wenn wir hier diese Übergabe, diese Zepter-Übergabe, wie wir sie genannt haben, vom Ray. Obwohl damals trotzdem der Ray aufgenommen hat. Ja. Und gut. Damals ihr eigentlich auch schon die World of Tanks... Experten waren. Ich habe das nur irgendwie euch geklaut. Ja, da ist so viel passiert in der Zwischenzeit, muss man sagen. Ja. Das war jetzt immerhin über 2 Jahre her. Also, da ist einiges passiert. So. Also nochmal als Info, ihr seht meine Sicht, Killer-Garnele. Das nächste Mal vielleicht in Rampage, wer weiß. Und der Ray wird euch in den Replays weiter spannende Informationen bieten. Genau, in den Replays habe ich es auch schon erwähnt. Vielleicht die Leute, die Replays nicht schauen. Together wird ja ein bisschen mehr verfolgt wie die Replays. Bei den Replays habe ich es auch schon erwähnt, dass eben diese Übergabe stattfinden wird. Ich habe noch nicht gesagt, wer sie übernimmt. Das habe ich offen gelassen bis zu dieser Folge. Habe ich gesagt, das sollt ihr selber übernehmen. Ich habe nur gesagt, dass eben ich die Togethers nicht mehr machen werde. Genau, ja. So, oh Mann. 1er gegen 1er, ist ja mega geil. Wer fährt da vorne? Der Rampage. Ich muss ja sagen, ich bin ein ziemlich schlechter 1er-Spieler. Also ich hab, glaube ich, mit dem Leichttraktor. Bei den 1ern ist eigentlich so allgemein. Spielt sich ähnlich eigentlich wie so ein, zum Beispiel so ein Leopard. Also nicht im Sinne von, dass er mega, mega genau sind oder sowas, sondern was die Deckung angeht. Also man muss eigentlich gucken, dass man viel austeilen kann. Ja. Aber halt nichts einsteckt, weil als Tier 1 ist man relativ schnell down, wenn man mal ins Kreuzfeuer oder ins Feuer gerät. Ja, deswegen muss man da wirklich gucken, dass man dann schon guckt, dass man selber austeilen kann und aber halt nichts einsteckt. Klar. Dann kann man richtig lange überleben und richtig viel austeilen. Also da habe ich zum Teil schon richtig kranke Runden mitgerissen. Ja klar, man kann auch richtig viel Kills machen. Also so 8 Kills ist da echt mal locker möglich, wenn man ein gutes Match hat. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man mit 4 Schuss ist man im Schnitt eigentlich weg als 1er. So
grob gesagt. Ja, das Problem ist halt, dass es halt wahnsinnig viel so MG-Guns gibt auf der Stufe. Und wenn die halt mal treffen, dann ganz schnell fertig. Die sind mega nervig. Die Dinger, da hat mir jetzt auch schon einer zweimal getroffen, da der T1 da vorne. Oh, und unser T1 da hinten, der wird auch gerade von so einer Gun erwischt. Ich sehe schon, ich fahr mal da. Na, komm schon. Also ich spiele auch ohne Mods, muss ich mal dazu sagen. Ihr seid es ja vom Ray meistens gewöhnt, er spielt mit dem Diclovid-Mod. Ich werde mich vielleicht auch noch dazu überreden lassen, den auch mal drauf zu machen. Könnt auch gerne die Kommentare schreiben, wenn ihr den haben wollt bei mir oder bei meinem Rampage. Einfach reinschreiben. Ja, ich habe ihn sowieso drauf. Ah, du hast den? Ja gut, dann gibt es auch ein bisschen Abwechslung, wenn ich den mal nicht drin habe. Ja, vielleicht hat der Killer Garnele mal, findet mal irgendeinen anderen, ach, dezenteren Mod. Ach, der legt mich doch am Arsch. Ja, ich weiß jetzt zum Beispiel vom guten Freund, der Hauptmann Wurst, hat mir mal geschrieben, dass er nämlich auch jetzt nicht mehr den Diclovid-Mod verwenden will, sondern sich so einen eigenen kreieren will, so ein bisschen dezenteren. Super, ich bin alleine. Und vielleicht gibt er den ja dir rüber. Ja, so, da kann der Hauptmann mir gerne mal den Tipp geben. Also ich lasse mich da gerne von Informationen berieseln. Was ihr wollt, schreibt einfach, ich probier's aus. Kann mal ein bisschen was springen lassen, der Kerl. So, ich bräuchte ein bisschen Unterstützung hier. Oh, das ist ja super geil hier, wie. Oh, mein Freund. So eine Scheißrunde, du, hey. Munitionsleier gleich mal am Arsch. Oh nein, ich brenne. Und der jagt. Ey, was soll denn der Schwachsinn? Der schießt mit T1 mit Ult. Ja, der FT hat mich genockt. Das war's. Er schießt mit dem T1 mit Gold rum hier. Ach, so ein Arsch. Hier, der Raider lebt noch. Hat schon 2 Kills. Jetzt sehen wir doch wieder deine Sicht. Altes Spiel. Hab ich doch gewusst, dass ihr so schlecht seid und ich dann trotzdem die ganze Zeit da bin, ne? Nein, Spaß. Oh Mann, man muss auch dazu sagen, wir haben in letzter Zeit wenig Tanks gespielt außerhalb der Aufnahme. Also privat jetzt rein, privattechnisch haben wir echt wenig gespielt. Wir haben auch viel um die Ohren gehabt, privat, muss man sagen, oder? Also, muss man auch sagen, also Freizeit wurde eingeschränkt bei uns allen ein bisschen und hat man es auch bei World of Tanks gemerkt, also da war nicht mehr so die Zeit und auch momentan auch nicht mehr so die Lust. Manchmal gibt es halt so ein Tief, manchmal gibt es ein Hoch. Ihr kennt es sicherlich auch. Manchmal spielt man, weiß ich, eine Woche, weiß ich, 100, 200 Matches, manchmal eben gar keins. So ist es halt. Ja, aber und vielleicht. Manche Wochen spielt man auch dann mal so 1000 Matches. Manche Wochen spielt man ja quasi. Aber ganz extrem, aber das sind dann die echt extremen. Und so, es nimmt den Medium raus. Sehr schön. Und der FT, der hat mich gekillt, die Sau. Fuck. Ja, Automatik. Okay, jetzt ist vorbei. Munilager am Arsch. Oder auch nicht. Ja, das ist das Problem. Genau, das ist eigentlich jetzt genau das. Das war ich offen. Ich meine, gut, dass er mir dann auch noch das Munilager trifft, aber ja. Dann ist mal ruckzuck weg. Da hat man keine Chance. Auf der T1-Stufe. So. Gut, wir haben noch den FT und den Medium. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt das noch machen, aber ich würde mal sagen, das Match ist verloren. Müssen wir auch nicht länger angucken. Ja, Statistik haben wir ja. Die kommt ja irgendwann dann noch reingedrudelt. Eben. So, zurück in die Garage. Apropos, eine schöne Garage, habe ich ja noch gar nicht erwähnt hier. Mit die Wargaming League. Sehr schön gemacht, finde ich. Mit den Clans hier. Ja. Und dem roten Teppich. Ach, wunderschön. Dafür, dass ich hier kein Premium-Konto, wo steht's denn hier? Ein Standard-Konto habe. Verfolgt einer von euch die überhaupt? Nein, ganz ehrlich nicht. Könnte aber vielleicht einer unserer Zuschauer, vielleicht können das ja mal in die Kommentare schreiben, ob es da den einen oder anderen gibt, der die Wargaming League oder überhaupt irgendwelche Ligen verfolgt. Ich glaube, die Wargaming League ist auch eine Kooperation mit der ESL, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Würde naheliegen auf jeden Fall. Achso, da ist ja die Statistik. So, da haben wir sie. Oh ja, das sieht ja super aus. Geil. So, schauen wir mal hier rein. Der gegnerische T1 richtig gerockt. Ja, der gegnerische T1. The Fallen or Archangel. Ja, das war nicht schlecht. Auf jeden Fall hier sieht man, der Rampage und ich, wir müssen es ja noch dran gewöhnen, ist ja ein neuer Job und so. Da kann man das schon mal machen. Der Ray auf Platz 2 hier, was zumindest die Erfahrung angeht. Ja, von Damage sonst nicht unbedingt. Sonst Schaden, ja, 170 circa. Das geht ja einigermaßen, sag ich mal. Aber es, naja, geht besser. Verloren haben wir. So, Match Nummer 2. Was haben wir gesagt? Tier 8 haben wir vor. Und da bin ich noch ein bisschen am Hadern, was ich nehme. Entweder würde ich gerne den VK nehmen oder den Tiger 2. Oder den VK oder den Tiger 2. Ich bin aber noch am Überlegen. Was nehmt ihr? Was? Tier 8. Puh. Tier 8.
Wir müssen ja ein bisschen ausgewogen sein. Eigentlich hätte ich einen Panzer, aber ich habe keine Besatzung drauf. Das ist blöd. Ja gut, ich meine, es macht im Zug immer Sinn, zumindest die gleiche Art von Panzer zu spielen. Das ist, wenn du hier zwischen, was wolltest du, Tiger 2 oder was? Ja, oder der VK, also Heavy. Ich werde Heavy spielen. Ja gut, dann werde ich auch einen Heavy nehmen. Dann nehme ich mein Tiger 2 mit dem... Ja. Ja, All-Rampage, was nimmst du denn? All-Rampage. Das ist jetzt die Frage, ne? Die Frage, die Welt bewegt, ja? Ja. Ich habe meinen Tiger 2 auf jeden Fall noch nicht voll entwickelt, sag ich mal. Der fehlt mir noch die TD. Ja, kannst du einen nehmen. 10.5er fehlt mir noch, ja, 46.000. Ich will jetzt nicht unbedingt die freie Erfahrung opfern, aber... Mal schauen. Die Tiger-Gun ist eigentlich auch nicht so schlecht. So, Jagdtiger 8.8 vom All-Rampage. Und dann kann es ins Gefecht gehen. Schauen wir mal. Ja. Ach. Sehr schön. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Danke. Hätte ich doch nur den T28 genommen. Verdammt echt. Ja. Gut, also dazu muss man nicht viel sagen, wer Augen im Kopf hat. Weiß, was wir meinen. Aber okay. Aber vielleicht haben wir auch ein paar blinde Zuschauer und du erklärst das Ganze mal. Ich glaube nicht, dass wir blinde Zuschauer haben. Ich hoffe, ich diskriminiere jetzt niemanden, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Oder spricht man dann da eher von Zuhörern? Vielleicht spricht man auch von Zuhörern, das kann auch sein, ne? Naja, beides, keine Ahnung. Kombination daraus. Ja. Solche Themen wird es demnächst öfters geben, wenn der All-Rampage und ich aufnehmen. Das hat unser Ding. Der Gründung sinnloser... Sinnloser Sinnlosigkeit. Ja. So. Aber bleib mir weg mit deinem Ding. Mit meinem Ding? Sauber. Ja, klar. Guck ihn dir doch an. Danke, ich verzichte. Okay. So, wir fahren alle auf eine Seite, so wie es sich gehört als Team. Ja, das als Problem Zug. Ist eigentlich, IS-3 ist jetzt nicht unbedingt der Panzer, der... Geil. Der deckt uns schon auf. Der mega Gott. Viel aushält. Nein. Oh, gibt's eine Arti? Nein. Und jetzt hier da vorne hinzustehen gegen... Ach Gott. Die großen Wichser ist halt echt ein bisschen scheiße. Oh, eine IS-7 ist ja angenehm. Wenn sie nicht die untere Wanne zeigt, ist eh... unmöglich. Komm, Fabi, Munitionsplatzer. Die zeigt natürlich keine untere Wanne. Der geht nicht durch. Oh, Alter. Da war gerade der okay. Da ist der Arm nichts. Problem ist, das hat noch ein IS-7. Jetzt kommt er vor. Das ist scheiße, jetzt zeige ich ja schön meine untere Wanne, wenn ich hier rausfahre. Okay. Oh! Ja, mit dem Update muss man ja auch sagen, ist jetzt zwar schon ein bisschen her, dass es rauskam, muss man sagen, die Streuung wurde ja deutlich erhöht bei den, bei den Geschützen. Angeblich soll es ja so sein, dass gerade bei so Panzern, wo sie relativ präzise war, nicht mehr präzise ist. Das, wie zum Beispiel mit Leopard 1, ich habe ihn eigentlich seit dem Update nicht gespielt, aber das soll es richtig ein Krampf sein, das soll richtig nervig sein. Scheiße. Scheint. So, jetzt bin ich zum ersten Mal gebaut. Das ist jetzt eine gute Serie, gell? Oh nein! Ja, das war natürlich mega genial. Zum zweiten Mal die Kette abgezogen. Scheiße, ey. Jetzt ist er so scheiße angewinkelt, dass ich nicht durchkomme bei dem Penner. Ja, das Problem haben, glaube ich, alle hier gerade. Ja. Oh Mann, ey. Ich könnte mir ist so scheiße angewinkelt, dass ich ihn nicht mal sehe. Boah, da ist der Arm. Fuck, was hat mich jetzt getroffen? Der AMX wahrscheinlich. Oh. Ich hab nur einen Treffer erhalten. 1200 weg. Ja, dann wird dich wohl der Jagdpanzer E100 getroffen haben, ne? Ja, ich denke auch mal. So, ich jag gerade im AMX ein paar, aber irgendwie... Oh, was anderes kann es wirklich nicht sein, weil... Oder ich habe zwei Treffer auf einmal oder so. Aber ich habe nur ein Einschussloch. Alter. Also. Ja, ich kann gerade leider nichts tun. Sieht nicht gut aus. Ach nein, jetzt war sie noch fast drauf, die Kette. Oh Mann, ey. Ja. Scheiße, ja. Ja, bei mir sieht es nicht gut aus. Ich werde gleich abserviert. Komm, Alter.
Die haben jetzt nicht noch unsere E7 da gekillt. Doch, beide weg. Oh Mann. Ich hätte einen E7 rausnehmen können, aber ich. Den Gegner schon, aber jetzt habe ich selber halt einen so richtig in die Fresse bekommen. Okay, da muss ich mir so. Ja, schau an, wer da kommt. Na, da ist er E100. Wer kommt denn hier? Der übliche Verdächtige. So, jetzt fährt hier unser. Oh, ich hasse es, wie schnell der die Ketten verliert. Okay, jetzt ist eh vorbei. Ja, natürlich. Hier auf der Seite, die müssten halt capturen, die Deppen. Oh, Alter, kommt noch mal nach hinten. Die Ketten. Ja, okay. Bin weg. Ja. Das war's mit dem Ray. In der dich mal ins Visier nimmt. Ja, da, ja. Als Tierachter sowieso, also. Das ist echt sehr schlimm. Nimm Tiger 2 raus. Oder ja. Auch nicht. Oder auch nicht. Heute mal nicht, habe ich gedacht. Nee, lass sie dich vor die E3 killen. Wieso nicht? Die hat mich ja schon die ganze Zeit genervt. Ja. Sehr stark. Also ich tippe jetzt einfach mal, wir werden das Match verlieren. Ah, ich gehe auch mal davon aus, ja. Ja. Naja, schade. Die haben uns ja hier wie ich auch überrollt, muss man sagen. Wir sind auch gut gestanden zum Teil. Manche von uns sind nicht so gut gestanden, wie jetzt ich vielleicht, aber meine Güte, kann ja nur besser werden. So, gehen wir in die Garage, schauen mal auf die Zeit. Reicht's denn noch für ein drittes? Das war eine schnelle Runde eigentlich. Weiß ich würde sagen, ich hab das, die Zeit nicht. Ja, da ist heute das, ja, sozusagen ein Neubeginn, ich will nicht sagen Neubeginn, aber so noch was Besonderes ist, würde ich sagen, machen wir noch eine dritte Runde. Okay. Und zwar, oh ja, okay, du nimmst Tier 10, ich sehe ja, schon. Ja, das ist immer ein Top-Tier. Ja, du darfst es jetzt aussuchen. Wobei, ich könnte eigentlich auch einen Leo nehmen, weil ich ihn gerade angesprochen habe. Nein, hab. Nimm nur ruhig das Objekt. Ich nehme dann den T110 E5. Ja, die sind ja ähnlich. Und der alte Moderator darf eben wählen. Tier 10 und ein Jagdpanzer E100 von dem All-Rampage. Kunterbunt. Ja, siehst du, top. Oh, aber die Artis sind natürlich. Glaubt man's nicht. Welch so. Wunder, hey, Top-Tier erwischt. Top-Tier. Die Artis haben wir die Pfeifenspieler bei den Artis und die. Jo. Ja. Die bei denen sind schon nicht schlecht. Ja. Ist da. Vor allem haben die scheiß Badget-Arti. Das ist ja, so die Kombination aus allem Übeln. Autoloader plus 10er Arti. Ja. Aber sie macht nicht so viel Schaden. Ja, gut, aber es ist trotzdem scheiß Vieh. Für mich reicht's. Ist der Jagdpanzer 100 eigentlich anfällig für Artis? Ja. So generell? Ja. Ist halt auch ziemlich langsam, ne? Das Problem. Ja, schon riesig. Schau dir das mal das Teil hat an. Eine gute manchmal ist er eigentlich ganz gut gegen Artis. Also, es geht nicht der volle Schaden durch, ist ja logisch, aber. Je nachdem, wenn sie einen Glückstreffer landen, dann ist Feierabend. Ich ahne Böses. Böses? Wegen der Badget. Also, Böses ist 20. Weil der wird 100 pro unten lang. Naja, mal gucken. Mal gucken. Na, ich fahr unten lang. Ja, ich gehe mal in die klar. Stadt. Ja, Heavy ist oben lang, definitiv. Hier Heavys. Mal gucken. Wir sind keine Heavys, aber ich fahre als Jagdpanzer trotzdem mal da unten lang. Ja. Ich habe ja mehr oder weniger auch einen Autoloader. Oh, ein Aufklärer Panda. Ja, ich auch. Mehr oder weniger. Ja, natürlich. Autoloader, der alle Schüsse in einen vereint, meinst du? Ich brauche nur 21 Sekunden, bis ich das Magazin gewechselt habe. bis die Trommel einmal nach links gerollt ist, ne? Sehr schön. Oh, da bin ich schon aufgedeckt. Ist das geil. So ungefähr. Dann bleibt man ein bisschen auf dem Gas. Besser ist es. Problem ist, hier, es gibt hier so eine Stelle, wo ich gerade bin, die ist eigentlich richtig geil, aber das Problem ist, da Artis dabei sind, kann ich da nicht hinstehen, weil das ist so der First Spot, wo die immer hinzielen. Dass sobald ich gespottet bin, bin ich weg. Okay. Stellen wir mal zu Easter. So, der Aufklärungspanda doch deckt was auf. Da ist ein AMX CD. Alter. Entschuldigung, Easter, ich wollte dich nicht einkeilen, aber ich will den Platz hier. Der offen? Ja. Bin nicht offen gewesen, scheinbar. Zumindest habe ich keine Lampe gesehen. Nein, nicht mal den guten da vorne. Park daneben. Er zeigt sich nicht so ganz. Tja.
Du hast ja mal ein kleines Review gemacht über den AMX CDC, ne? Ja, sehr starker Panzer. Also du kennst dich also auch ein bisschen aus über ihn? Ja, also ich habe ja eben den neuen STA-2 und den CDC. Und der CDC ist echt, also der SA-2 ist ein Witz, also den würde ich niemals für Geld kaufen, ganz ehrlich. Ja. Also weil einfach der STA-1 in allen Belangen besser ist. Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Also die grobe Statistik sagt halt schon... So, das ist ja, die Bad-Chat. Sagt alles. Fokus, Feuer, Bad-Chat, würde ich sagen. So, ich glaube, die IS-3 ist, glaube ich, die Physik hier, weil ich ja Platz weggenommen habe. Ich bin immer noch nicht offen. Also Tarnwert hier extrem geil, gerade bei mir. So. Hier also geht's gerade gegen die IS. Alter, von hinten. Oh nein, Bulldog, ey. Dann stelle ich mich mal schön zu dir, dass falls die Arti einschlägt. Ja, schön. Da ist die Bad-Chat, die muss ich jetzt ausnehmen. Ja, okay. Ausnehmen. Das ist natürlich super blöde. Die ist 3 Ziel auf dem Bulldog, okay. Jetzt bin ich offen, aber Badget muss ich trotzdem ins... Nein! Boah, da hinten steht noch irgendein großer TD, ich hab's nicht gesehen, welcher. Oh, 100. Jetzt fehlt mir die Mod, Freund, wo mir sagt, welcher der stand. Da hinten fehlt steht ein Rheinmetall. Oh Gott, das ist das. Ja, also ich werde gerade von 3 Zehner bedrängelt. Sehr schön. Das sieht nicht so gut aus in der Stadt, ne? Nee. Ich bin weg. Ich far, weiß far nicht, away. Was ich also offensiver gehen wir auf jeden Fall nicht, wenn dann. Mein Kopf kriegt unten. Die IS-3 kriegt auch noch auf den Hut. Ich hätte den Dings treffen müssen, den Bad-Chat. Ja. Dann hätte es gut ausgesehen. Ja, dann hätten wir auch. Ja, nee. Vorrücken ist auch schlecht, weil wir müssen die jetzt eigentlich kommen lassen. Na, wir kriegen gleich noch Problem. Also, er müsste irgendwann auf jeden Fall die Stadt aufhalten, weil die rücken gerade unaufhaltsam vor. Ja, gut, wir müssen jetzt halt. Einer muss weichen auf jeden Fall von euch. Ja, ich bleib trotzdem hier stehen. Ja, bleib hier mal stehen. Der Rampage sollte mal umkehren. Problem ist, es gibt nur einen richtig geilen Weak Spot beim T32 oben im Turm. Und wenn ich den nicht triff, dann. Ja, der ist halt ziemlich relativ klein, soll ich mal auf die Entfernung auf jeden Fall vergessen. Treffen. Ja, kannst du vergessen. Mal zum Rampage. Streuung zu groß. Lass den jetzt einfach kommen. Soll er kommen einfach. So, ich muss auch ein bisschen gucken, meine FPS-Zahlen brechen ab und zu ein bisschen ein unter die flüssigen 24. Musst du vielleicht als Tipp die Schatten oder so ausstellen. Ja, vielleicht mache ich das mal. Die macht nämlich richtig viel FPS bei World of Tanks aus. Ja. Okay, ich bin nicht offen, er schießt einfach mal einen Blindschuss, bounced allerdings. So, jetzt mal gucken hier, ob der Rampage die E-100 trifft. Ich hilf mal oben einfach mal. Na, die fahren alle hinter dem Damm da. Ja, ja, die E-100 sieht man leicht, ne? Aber... Na gut, aber wenn sie einnehmen wollen, müssen ich hab ihn getroffen, aber allerdings ist er nicht durchgegangen. Scheiße. Problem ist, dass die noch den Badger irgendwo rumstehen haben. Ja. Also sie haben die Stadt gut eingenommen, muss man sagen, ja. Ja, die hatten halt auch einfach die besseren Heavys, beziehungsweise hatten überhaupt halt ein Heavy mehr. Guck mal, guck mal die Zehner von denen an irgendwie. Die sind dann zum Schluss eben die E-100, die ES-4 und die ES-7 sind gekommen. Oh, so. Ich sehe die gar nicht. Der hat gezogen. Noch 2 Energie hat er, noch 2 HP. Und du ziehst dir über 1600 ab, das ist einfach nur Pech. Nee, nur 1041. Oh! Die sehen gar nicht, das sind zu aber weit. Aber jetzt gerade 1600 angezeigt. War das noch von. Also wahrscheinlich noch der Jagdjäger. Oh, das ist ein Scheiß. Boah, da hat auch was eingeschlagen. Jetzt ja, gut, 1600 was? Schaden kannst du gar nicht machen, oder? Jetzt bin ich offen. Und ja, klar, die E-100 trifft mich von da hinten. Weil ich bin halt auch offen, das ist halt richtig scheiße. Da, du kannst den AMX holen auf jeden Fall. No! Ich werde den Bahn fahren. Achso. Lass ich 9. Okay. Ah, der Jagdtiger. Und guck mal, im Wasser. Der steht unten im Wasser, ey. Im Wasser. Wenn du da unten stehst, bist du nochmal sofort tot. Ja. Aber gut, jetzt sind ja, seid ihr ja fast alle tot, dann kann er da stehen. Ja. Und die E-100 schießt da vorne noch. Der Badget. Badget. Die 32 kommt jetzt auch. Ja. Bonusrunde nicht gerade die erfolgreichste, leider, aber. Das ist halt gerade echt scheiße. Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Objekt bis jetzt noch nie richtig geile Runde hatte, aber ich habe den auch echt so wenig bis jetzt erst gespielt. So, der Rampage kriegt da vorne auch gerade ordentlich aufs Eisen gehämmert. Scheiße, scheiße, scheiße. Und der wird jetzt auch zugestellt. Wechseln wir mal zum Rampage. Also, so Situation hasse ich, so aussichtslose Situation oder eh. Na, genau, er zieht mir jetzt Kette. Und Munitionslager. Das gibt's doch nicht, oder? Wahnsinn. Sehr schön. Wahnsinn. Ja. Was für ein Pech.
Der Rain derzeit abgeraucht. Ja. Oh, die Party. Ja, Pain. Tja, das war's. Schauen wir uns gleich mal die Statistik an. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, aber... zumindest bei mir. Naja, okay, Niederlage. Kennen wir ja. Ja. Die Werte sprechen für sich. Auf jeden Fall. Hier. Ein bisschen ja, Gesamtgewert. Halt, und unser E7 war halt, ja. Hat bei uns überhaupt jemand einen Schaden gemacht? Nee, ja, niemand. Tue ich die also Bank nicht. Niemand großartig. Ich meine, der höchste Schaden liegt doch unter 2000. Das muss man sich mal überlegen in der 10er Runde. Ja, das ist war schon von uns allen schlecht. Aber das Problem war halt einfach beim Rampage und bei mir. Wir konnten nicht weiter vorrücken. Da waren wir ja zu wenige für. Die war halt eingekesselt, ne? Und ich habe halt quasi. Ja, nee. Ja, halt minus 17.000, ne? Aber so ist es halt. Dann habe ich den Badget noch verfehlt. Ja. Wie gesagt, manchmal läuft es einfach nicht. Aber wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Die kleine Premierenfolge ist zu Ende und ich hoffe, ihr seid, oder wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei. Wenn wir eine Runde zocken. Wie gesagt, nächstes Mal vielleicht auch Rampage und ja, das war's eigentlich, ne? Ich lasse jetzt die letzten Worte euch, so wie der Raymer sagt. Ich lasse die letzten Worte euch. Und ich mache das diesmal kurz. Tschüss.